Ja, liebe Leute, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter. Und das waren welche Feinde. Gut, okay, wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Wir wollen ein bisschen was nehmen. Wir machen Hinterhalt im Tempel, ist die nächste Mission. Alles klar. Ja, hier, Prüfung des Anubis, Prüfung des Sobek. Für mich irrelevant, weil ich schaffe es nicht, innerhalb eines Let's Plays bis zu Level 43 und 40 zu leveln. Das ist halt einfach so. Ja, es gibt 250 Dings. Nee, schaffen wir nicht ewig. Das brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir gerade auch nicht. Stufe C, das wäre wahrscheinlich das nächste Hauptmission. Ja, heute möchte ich erstmal mit euch ein bisschen den Hinterhalt im Tempel machen. So, dann let's go. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute auf jeden Fall ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich eh ein bisschen neben dem Quatsch jetzt machen, diesen 1, 2, 3 Folgen, wie auch immer. Um einfach zu leveln. Wir müssen erstmal Level 10 erreichen. Wir sind Level 7. Um dann in die nächste Hauptmission anzugehen. So, wir sollen. Die Hypostylhalle. Trifft den Priester Minnet. Das war der Gedanke dahinter. Hier soll ein verstecktes Papyrus sein. Und zwar eins. Aber ich sehe es jetzt gerade auf der Karte nicht eingezeichnet. Hauptsache, die Katze läuft mir hinterher. Ist ja cool. Ist eine schöne Katze. Ist ja eine schöne Katze. Hauptsache, läuft mir hinterher. Guck mal. Nee, gerade. Doch. Wie geil ist das denn? Ich meine, ich habe ja selber eine Katze. Aber die läuft mir nicht so hinterher. Aber egal. Gut, wir sollen auf jeden Fall mal den Priester, den Typen ansprechen. Na, Katze? Welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehead. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. So, sprich mit dem... Sprich mit Menehead, die Führung zu beginnen. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehead. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehead reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr, wie beim letzten Mal. Jammu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen. Und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel.
Juwelen meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek. Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist. Ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! So, drücke. Ach, finde! Ach, wie sollen die Kinder finden? Du hast mich! Jetzt versteckst du dich! Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. So, den nächsten. So. Warte mal kurz. Oh ja, wir finden den Senu. Mal kurz. Ziel lokalisiert. Lassen wir uns auf die Papyrusrolle. Ich glaube, wir haben sie alle vier. Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. So. Den ist hier auf dem Dach. Dein Vater will, dass du heimgehst. Aber ich bleibe lieber bei dir. Asena. Hab dich. Du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Still, komm jetzt runter. So. Wir beobachten die Sterne am Fluss. Bestie, gleich findest du ein Ende durch die Hand des mächtigen Soris. Soris, bleib zurück! Ich hab dich schon gesichert. Wirst du wieder bei uns im Haus schlafen? Dieses Mal nicht. Aber so, Keba. Vorbeikommen und eure Mutter sehen. Ist hier unten im Brunnen. Lass ich raten, der hat bestimmt auch irgendeine Scheiße an der Backe. Warte mal. Keba. Hab dich. Was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich hab Angst. Keba sitzt in einem Brunnen. Ich helfe dir da raus. So. Kann ich dich nicht irgendwie raustragen? Ach nee, du sprichst die Wand. Hier lang. Ha. Durch den Tunnel. Danke, Onkel Bayek. Das war das letzte Kind. Geschafft. So, sprich mit Menahed im... Ich bin Menahed im Tempel der Sach mit den Yamu. Also sprich die mit dem... Typen da sprechen. Haru Mahe Pati!
Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt. Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Menahed, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. So, Quest abgeschlossen, Hinterhalt im Tempel. Level 8, oder? Nicht ganz. Trifft die Händler beim Markt von Yarmu. Etwas andere Motivgaben heißt die Mission. Okay, dann haben wir eine weitere Quest, eine Nebenquest. Hier hätten wir noch eine 8er Nebenquest. Ja, wir werden eh wahrscheinlich eine Nebenquest machen. Gut, jetzt gucke ich mal gerade. Ist da oben oder was? Okay. Ne, warte mal. Ich muss mal runtergehen. Ich hole mir da kurz das Papier raus und dann machen wir die nächste Nebenquest, die wahrscheinlich ansteht. Wo haben die jetzt? Warte mal, war die jetzt oben oder was? Nee, warte mal, die ist da hinten. Hä? Hä? Ich hab doch was. Hä? Ach, da oben! Ach, da vorne ist sie! Einsammeln, perfekt! Fruchtbare Länder. Wenn ihr den Text lesen wollt, müsst ihr das Video anhalten. So. Ort beendet die Hypostylhalle. In der nächsten Mission. Die steht als nächstes an. Die etwas anderen Motivgaben heißt das. Heißt sie. Das gehen wir in der nächsten Episode an. Und dann geht's weiter hier bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Bis dahin. Tschüss.